umsetzen, wie man denn die Techniken nach derselben Prinzipien auch mit leeren Händen benutzen kann. Ja, also vielleicht eine Chance kriegt, so ein bisschen Rollen und Nähen einfließen zu lassen. Ja, so als Einreichung. Wenn Fragen sind, einfach fragen. Und die ganz schön nach vorne fallen, sondern gerade. Wenn der Fuß lang geht, gehen die Hände nach oben. Beide Handflächen zeigen zusammen. Schulter bleibt unten bitte. Und wenn der Fuß nach hinten geht, gehen die Hände nach unten. Aber vor dem Körper ist Schluss. Nicht ja, hier durchschwingen, sondern runter. Konzentration auf diesen Punkt. Runterschlagen. Heben, einatmen. Runter, aus. Und langsam mit. Ein. Und aus. Ein. Auf. Ein. Auf. Ein. Wenn ihr hochgeht, denkt ihr an die Arme. Das sieht so ein bisschen so aus. Ja, ich reiß die Arme hoch. Versucht mal anders zu denken. Zwischen diesem Ellenbogen und diesem Knie ist ein Stock. Ja? Und wenn er jetzt. Wenn der Fuß zurückgeht, mach mal, dann zieht der Stock den Ellbogen runter. Wenn der Fuß wieder vorkommt, schiebt der Stock den Ellbogen hoch. Das heißt, Heben und Senken kommt eigentlich aus dem Stand. Wenn man das so gelungen ist, nicht sowas. Weil du kommst ja gar nicht mehr dran. Nur eine Idee. Der Block kommt von unten, nochmal langsam, der kommt von unten. Die Hand wird von unten gehoben. Bin am Ellbogen, das ist ziemlich gut, weil dann kontrolliere ich den ganzen Arm. Die Faust kann nicht mehr zu mir. Probier mal. Okay. Ja, vorbei. Dann drehe ich hier weiter, wenn ich will. Kann ich hier mal festhalten, was gleich noch kommt, zeige ich. Nochmal andersrum. Ganz locker. Von unten komme ich hier rein, der Kunde auf Kuschelkurs. Richtig? Aber vielleicht, wenn mal hängen geschrieben ist, okay, brauche ich noch die Kraft. Manchmal ist weniger mehr, manchmal ist es einfach gut, nicht da zu sein, wenn einer kommt. Ja? Aber er hat schon relativ viel erreicht. Warum ich sowas gerne zeige, ich bin der Meinung, wenn wir als Kampfkünstler Selbstverteidigung lernen, ist es nicht nötig zu lernen, den anderen umzubringen. Ja, mit drei gebrochenen Armen, ausgeschlagenen Zähnen und wieso. Aber wenn ihr das wirklich echt macht, dann seid ihr im Gefängnis und nicht der andere. Das heißt überzogene Noten. Ja, und ihr geht da rein und klopft mal oben so ein bisschen an. Überlegt euch mal, ihr seid kein Fußgänger. Ja, ihr habt keine Ahnung, was ihr macht. Das Fußgänger des Einkaufs. Es kommt so böse Dinge. Ja, und greift den alten Mann an. Und greift. Ja, so, der alte Mann geht ran. Upsche. Ja, und geht weiter. Und der überlegt sich gerade, Scheiße, was ist mir gerade passiert? Ja? Weil der Unterschied ist auch noch, damit können die Menschen nicht umgehen. Ja? Wenn ihr harte Schläge setzt, habt ihr alles schon gesehen, die Leute mit blutenden Nasen weiterkämpfen. Ja? Da geht die Aggression noch höher und Schmerz und Fiesen geht weg. Dagegen kann sich niemand wehren, weil er das Nervenkostüm attackiert. Das kann er nicht sperren. Ja? Und da gilt, wie vorhin bei der Kraft auch, je weicher, je tiefer geht die Energie. Ja, mein Lehrer hat mir gesagt, learn to inject energy. Ja? Energie in den anderen hineingeben und nicht an der Oberfläche rumtropfen. Ja? Wenn ich hier schlage, da seht ihr schon die Schultern zucken, bumm, bumm. Wetterhaft. Gehe ich weich rein. Ja, ist vorbei, dann reicht ja eigentlich. Dann rollt ihr da die Rolltreppe runter und unten durch die Fußgängerzone und kann ich noch winken. Ja, das kann ja reichen. Die Bewegung kennt ihr schon.
Die gleiche Bewegung. Ne? Ja. Da kommt, da, vor. Ich habe keinen Schritt zur Seite gemacht. Ja, trotzdem ist er jetzt an der Seite. Hm? Und jetzt gehe ich hier weiter und gehe hinter ihn. Bringe mein Knie hier hinter seines und meinen Ellbogen über die Schulter. Kommt da rein, hier, hopp, da. Jetzt mache ich eins in der Position. Ihr kennt das schon, haben wir schon mal gemacht. Von hier einfach nur hinsetzen. Nee, nee. Und dann ist er vorne mit. Da bin ich schon wieder. Ja, wenn ich versuche, ihn hier über mein Bein zu ziehen und er macht hier seinen Rücken hart, dann kann ich immer ein bisschen weich werden. Wenn er trainiert ist, keine Chance. So kann die Technik also nicht funktionieren. Der Ellbogen sorgt nur für eins, dass er keinen Schritt nach vorne machen kann. Weil seine Rettung daraus wäre, wenn ich hier hinten drücke, dass er da, gesehen, wäre er raus. Damit das nicht geht, ist der Ellbogen da. Könnt auch einen Finger nehmen. Na egal, der Ellbogen. Und die Technik kommt nur einzig und allein aus dem Setz. Das heißt, wir machen Folgendes hier. Geht ihr hier rein. Kann man machen. Das ist immer ein Problem. Harte Bewegungen lassen ihnen sofort die Muskeln sperren. Ja, wenn ich so einen Ansatz hier mache, siehst du, was dein Körper macht? Der ganze Körper geht sofort. Das geht nicht. Bei weichen Bewegungen kriegt sein Gehirn das nicht hin. Ja, und das geht so sanft. Nur den Ansatzpunkt der Technik macht ihr anders. Ihr geht dann unter den Arm. Ja, ihr geht nicht drüber. Erste Version mal drüber. Komm mal. Hier. Drüber. Wenn der jetzt so groß ist, geht das nicht. So. Aber nicht tragisch. Runter. Ja, macht dieselbe Technik mit demselben Ansatz. Wichtig, die Hand wird sich hinter den Kopf nehmen. Jetzt bin ich hier drin und setze mich wieder hin. Bums. Ja, gleiche Technik wie vorher. Wenn ich auf Menschen einschlage oder dresche oder wie auch immer, und das ist hart, werden die hart. Jetzt die Hand. Seht? Ja, ich mache sofort hier. Wenn ich das weich mache, weiß er gar nicht, wo er gegenhalten soll. Ja? Geht er laufen, geht er rennen. Ja, weil es ist ein Schritt, ich kann auch mal so stehen. Das hier, da steht er. Und dann spannend, da steht er. Ja, wie nun mal hier. Ja, weg. Wenn er zum Beispiel hier festhält, gleiche Seite, mit dem mal rechts, damit ihr mit dem rechten Arm tun könnt, lass mal los. Wenn der kommt, bewegt er sich auf mich zu. Und ist es dann gefährlich? Ja? Nö, eigentlich ja nicht ähnlich, aber was glauben die meisten? Der will guten Tag sagen. Ja, ich will guten Tag sagen. Eine dumme Angewohnheit von ihm. Ja? Nee, er könnte mich in den Faust ziehen, ja, in den Kopf ziehen, ja, irgendwie zu sich hinziehen. Blöd. Die meisten beschäftigen sich jetzt damit, diesen Arm loszuwerden. Ja? Gehen hier hin. Ja, Kirsche, oh! Ja, und so weiter und so weiter. Ich will das nicht. Ich finde das geil, dass ich den Arm habe. Weil der hält mich zwar fest, ja, ich festhalten, aber der hält doch genauso an mir dran, oder? Wenn ich hier was mache, ist der auch geliefert. Eine normale Idee, er kommt, ich mache Platz und ich kippe ihn da zurück. Und dazu gebe ich genauso. Um das ein bisschen zu steigern, packt man hier oben an, bis er ein bisschen näher kommt. Und da seht ihr, wo ich da hingreife. Ist ja dieselbe Situation, könnte sein, der zieht mich zu sich ran, gibt mir einen Kopfstoß, gibt mir einen Kniestoß, ja, da kommt eine Faust. Was habe ich jetzt zu verhindern? Was darf nicht passieren? Der Schlag oder der Tritt. Der Schlag oder der Tritt, was muss er vorher machen? Das Ziehen. Das Ziehen.
treten, um ziehen zu können. Was braucht er dafür? Was muss der Arm können? Sich beugen. Kraft. Was wäre denn jetzt, wenn der Arm nicht mehr funktioniert? So, wir machen Folgendes. Kommt ihr mal bitte da rum. Könnt ihr das sehen? Jetzt mal los. Hier Handgelenk auf der Innenseite zwischen Elle und Speiche. Ja? Gibt es einen schönen Druckpunkt. Wenn ich den drücke und zu mir hinziehe, das ist wichtig. Rub Point, das heißt, ich muss diesen Punkt rubbeln. Ja? Draufdrücken oder so hat keine Wirkung. Ich kann mal zeigen, was allein mit dem Punkt passiert, halt mal fest. Ich versuche mal richtig alles, was du hast, festzuhalten. Es passiert eine komische Reaktion, richtig? Alles, was du hast. Ja? Ja, mach ich. Ja, geht nach vorne und es passiert was Komisches. Die Hand geht nach hinten. Ne? Nochmal. Ich weiß, es ist doof, aber. Und das Bein hat Gewicht. Mit dem Bein kicken geht jetzt nicht mehr. Mit dem einem Schlagen auch nicht. So, warum macht er das? Durch die Attacke auf diesen Nervenpunkt gebe ich seinem Gehirn das Signal, dein Arm ist kaputt. Und dann den anderen Arm wegzunehmen, ist eine normale Schutzreaktion, damit nicht beide kaputt gehen. Also das heißt, wenn ich ihm zum Beispiel ins linke Auge steche, würde er auch das rechte zumachen, was eigentlich falsch ist, aber das ist eine Schutzreaktion. Ja? Das mache ich mir hier zu nutzen. Ich mache das jetzt nur in Kombi. Er ist hier oben. Da komme ich jetzt so schlecht, so ein bisschen, ja, aber schlecht dran. Also nehme ich die Finger, gehe hier rein, ja, mache dasselbe. Ich ziehe diesen Punkt zu mir hin. Gehe dabei hier von unten. Guck mal. Und das Komische ist, versuche mal da rauszukommen. Die Muskeln wollen nicht mehr. Ja, die Muskeln haben irgendwie keine Power mehr. Funktioniert nicht. Um sicher zu sein, addiere ich jetzt einen zweiten. Armpunkt bitte. Hier hinter dem Ellenbogen, drehe ich mal zu denen, die beiden Points. Das sind die nächsten beiden Rub Points. Die liegen auf derselben Nervenbahn wie der. Deswegen kann ich sie addieren. Das heißt, wenn ich hier oben schon mal ein bisschen was mache, ja, brauche ich hier unten nicht mehr viel machen. Ja, jetzt sieht das schon ziemlich bescheuert aus, ne? So von seinem Angriff her. Ja, ist irgendwie doof gelaufen. Beides auf einmal. Dieses hier ist nicht nur reinkneifen, sondern kneifen und ziehen. Kneifen, ziehen. Er kommt umgekehrt. Da treffe ich relativ einfach. Wenn ich seinen Ellenbogen hier drin habe, habe ich schon die beiden Punkte richtig. Dann gehe ich hier noch rein. Ups, hol den zu mir hin. Und jetzt liegt es an euch. Wenn ihr freundlich seid, hebelt ihr hier einfach weiter. Seid ihr stinkig, ja, gibt es hier oben, ja, von oben einen drauf. Was auch immer wichtig ist, der Arm funktioniert nicht mehr. Ja, hier, ups, der Arm geht weg. Ja, und ich gehe nach Hause. Gut, unhöflich sage ich dir gleich. Versprochen. Ja, höfliche Variante, hier rein, zack! Ja, da ist er schon. Ja, das kann ich hier oben losmachen. Und drehe hier einfach runter. Ja, und dann ist der weg. Ja, da. Ihr macht so ein bisschen einen Fehler, ihr macht die Technik zu ruckartig, weil ihr glaubt, wenn ihr da ruckartig rangeht, ja, dann habe ich viel Power, dann wird er schon mitkommen. Wollen wir aber nicht. Wirklich kräftige Dinge sind weich, auch in der Natur. Denkt mal an eine große Welle, ja, die so kommt. Ja? Das ist jetzt nichts, was der wie ein Vorschlaghammer trifft, sondern das spült dich einfach weg. Bedeutet, wenn er es hinter mich hier festhält,
und ich jetzt hier reingehe ins Ziehen, mache ich nicht diese Nummer. Ja? Ich gehe rein und sage, mach mal da rein. Das Problem ist, Scheiße. Gegen so eine weiche Kraft kann euer Gehirn sich nicht wehren. Auf den Brustkorb schlage, passiert automatisch eins, dass alles wird stramm. Und kriege ich sie nicht zu Boden. Gehe ich aber langsam und fahre ich mal. Ja? Sie weg. Ja, wo geht denn das eigentlich hin? Was passiert denn da? Das ist eben nicht hier. Die greift. Ja? 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 Handy raus, anrufen. Ja? Und wenn nicht sofort was passiert, ist egal, wartet man nicht. Ja? Wir sind hier dran mit dem Schwert, ja? Wartet nicht. Ah, da ist vorbei. Ja, kann ich nicht mal. Ja, einfach mal so. Und Energie aufnehmen zu mir hin. Das geht alles hier. Ich ziehe alles da rein. Das ist so, als wenn ihr nachdenkt. Und nein, nein. Ja, das ist dieselbe Haltung. Bauch geht nach hier und nein, nein. Ja? Sie kommen an? Ja, nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ja? Aus der Bahn werfen will, muss ich nur eins tun. Ich muss diesen Oberkörper weit genug nach hinten, ja, oder nach vorne bringen, vor den Schwerpunkt oder hinter den Körperschwerpunkt, ist richtig ein Problem. Ja, kann er nicht mehr wirklich stehen. Das macht man mit ja, werfen, ja, drehen, ziehen. Man kann auch mit ganz wenig das machen. Ich hoffe, von da ist besser sehen. Ja, ich mache den Block von gerade. Ja, weil der Angriff, der kommt so ein bisschen von außen da reingehämmert. So. Hier, locker, aufnehmen. Gleichzeitig lege ich auch locker meine Hand auf die Schulter des Schlagarms. Ja, komm. Die kommen an. Hier, jetzt gehe ich drauf, schiebe ein bisschen nach hinten. Wenn sie gegenarbeitet und drückt, ziehe ich wieder ein bisschen nach oben, ist das schon dabei. Ziehe ich ein bisschen nach oben. Das ist wie im Topf rühren. Da oben. Ja? Wollen wir erinnern, Sie? Welches Tier? Schlange. Ja, Schlangenkopf. Ja, hier dreht. Genauso kommt die auch, die Technik. Ja? Hier ist auf. Die Reihen nehmen wir auf, die Hand geht gleichzeitig drauf, kommen wir, ja. Mal drauf gehen, weiter. Wir brauchen nur ein, wenn der Arm schon leer ist, ist das Bein schon halb leer. Ja? Das ist hier so irgendwie irre. Ja? Und jetzt mache ich noch eins, so fängt sich ja jetzt wieder, den klappt es vielleicht ein bisschen gut. Das war's. Jawohl. Jose! Und keiner hat gesehen, was passiert ist. Nee.